Willkommen zurück, Leute. Ja, herzlich willkommen zurück. Lange nichts gehört. Waren fix am Renovieren bei Michi im Häuschen. Ja, und dann kam der 6. Februar. Da wollten wir abends noch schönen Döner essen. Der Fliesenleger sagte, Mensch, in Dünenbüttel, das schmeckt richtig geil. Das ist ein paar Kilometer von uns. Und dann hat das auch schier geklappt mit Michi. Wir waren ein bisschen am Innenausbau machen. Und dann haben wir schön den Döner gegessen. Petra mit hinten in der Pritsche, noch ein bisschen Cola mitgenommen. Schön in Dünenbüttel auf dem Standstreifen. War auch ein geiler Döner. Dann fahren wir so schön nach Hause. Kommt da so eine S-Kurve hier, kurz vor uns da. 5 Kilometer, 6 Kilometer entfernt vor zu Hause. Und dann kommt uns frontal einer. Michi hat das live miterlebt. Ich weiß noch, wie es geknallt hat und Michi gesagt hat, fahr rechts rüber. Zwischen den Eichbäume. Ich war 5 Minuten weg. Gut, das ist Verkehr. Es passiert was im Straßenverkehr. Aber Leute, mit 65 jedes Auto ungebremst. So, ihr seht das hier. Das war nicht schön. Alle zum Durchchecken. Jeder seinen eigenen RTW. Ja. Und ja, du merkst das. Das sagte der Arzt auch. Im Schulterbereich, im Nackenbereich und so. Aber wir wollen wirklich, das ist alles zu ersetzen, dass wir normal laufen und wissen, was auch im Kopf noch los ist. Alles gut. Also das ist wirklich, da haben wir echt nochmal Glück gehabt. Das hätte auch schlimmer ausgehen können. Also der ist uns frontal reingefahren. Wir kennen auch die Person, die uns da reingefahren ist. Die war gerade 500 Meter von seinem Hof losgefahren. Der wollte irgendwie einen Kumpel abholen. Und ja, ist uns dann halt frontal auf uns zugefahren in der Kurve. Dann habe ich zu Papa nur noch gesagt, zieh rechts rüber im Seitenstreifen rein. Und zum Glück sind wir das auch. So ist der Aufprall hier passiert. Frontal wäre richtig schlimm geworden. Der T4 hat auch keine Airbags drin, gar nichts. Somit sind wir zwischen zwei Bäumen. Wir haben auf der anderen Seite, ich kann ja mal Bilder einblenden, wie die andere Seite aussieht. Da ist der Baum, der Straßenbaum, so fast so ab der Beifahrertür vorne reingehakt. Hinten richtig schön gegengeprallt. Da ist der Bulli nochmal wieder zurückgeschlagen, hinten an der Pritsche, die steht ja hier über, da ist er auf der anderen Seite eingeschlagen, der Baum, ja. Und dann standen wir richtig schön im Graben und als ich dann ausgestiegen bin, stand ich erstmal im Wasser, dann habe ich sofort alles alarmiert, das Krankenwagen und so kommt, Papa lag ja so auf meinen Schoß, also wir waren zum Glück alle angeschnallt, aber dadurch, dass er so schräg im Graben stand, hingst du da ja so und dann warst du erstmal bewusstlos, Mama hatte ihre Brille verloren. Die kann ohne Brille gar nichts sehen. Die haben wir dann im Fußraum vorne wiedergefunden. Also das war echt schon eine heftige Nummer. Aber wir sind da alle gut von gekommen. Mit natürlich ein bisschen Trauma und Schmerzen, die man einfach danach auch hat. Das ist ja klar. Sind wir da wirklich nochmal gut von abgekommen. Aber die ganzen Stunden, die hier reingegangen sind, die Restauration, die wir betätigt haben, das zahlt ja auch keine Versicherung wieder. Die sind einfach weg. Die ganzen Tage, die wir hier angeschliffen haben, was wir hier alles an Zeit reingesteckt haben, das ist einfach in ein paar Sekunden, weil einer im Straßenverkehr mal nicht aufgepasst hat, weg. Und das ist mir echt bewusst geworden, das ist echt schon eine harte Nummer. Ne? Ja. Weil hier brauchst du nichts mehr an Reparieren. Nee, hier da ist fertig. Da ist Feierabend. Die ganze Karosse ist hier verzogen. Ihr könnt das ja hier sehen. Das ist alles hier reingedrückt. Die Pedale, die stehen krumm und schief hier. Und wir haben ja hier noch alles neu eingeschweißt. Glücklicherweise haben wir das gemacht. Es war ja hier alles total durchgegammelt. Ich glaube, dann hätte es noch schlimmer ausgesehen. Naja, und Papa war, denke ich mal, bewusstlos. Die Seitenscheibe ist ja eingeschlagen. Man sieht ja auch, wie die Tür verzogen ist. Und die hat er hier oben rechts gegen den Kopf gekriegt. Da hat die Schläfe da so ungefähr, ne? Ja. Und, ja, und das Ohr war ja auch komplett voll mit diesen Scheiben, mit diesen Scherben da. Ja. Und das fand ich richtig gut, wie wir durchgecheckt worden sind. CT, Ultraschall, HNO-Arzt, alles mal gecheckt eben. Und ich bin echt froh, dass wir da so... Ja, das war echt... Also wenn wir nicht rübergezogen wären und frontal gegeneinander, das wäre noch schlimmer geworden, glaube ich. Sitzbank hinten ist rausgerissen. Mama lag da unten im Auto. Also die haben wir nicht so hingelegt. Die ist da komplett durch die Gegend geflogen. Weil die ganze Karosse, müsst ihr euch vorstellen, ihr seht das hier unten auch, auf dem Video kommt es nicht so rüber, ist komplett verzogen. Es hat ja auch richtig gescheppert. Und du musst ja eins sagen. Guck das hier unten an. Die Anschnallgurte, die bringen eine ganze Menge. Wenn ich als Portion nicht angeschnallt wäre, gehst du durch die Scheibe. Du gehst durch. Ja. Und dann hängst du da. Naja, und hier vorne, der Motor lief noch. Den habe ich dann das letzte Mal abgeschaltet. Aber trotzdem ist hier alles vorne natürlich in den Fritten, die Batterie, das ist alles rübergedrückt, da reingedrückt. Da brauchst du nicht mehr meinen, dass du da noch irgendwas retten willst. Die andere Seite sieht auch schön aus, zerrammelt. Ja. Aber das ist echt uns so eine Lehre gewesen. Also ich werde nicht nochmal wieder so viel Zeit und Liebe in so einem Auto stecken.
weil es einfach so schnell weg sein kann. Die Zeit, die gibt dir keiner wieder. Nee. Die ist einfach weg, die Lebenszeit. Es hat natürlich auch Spaß gemacht, man hat auch Erfahrung gesammelt, es war nicht alles scheiße, aber man sieht ja, wie schnell das gehen kann. Natürlich ist das Wichtigste, dass wir da heil rausgekommen sind, auf jeden Fall. Aber trotzdem, ich bin mit dem Auto in der Lehrzeit zu jeder Prüfung gefahren, als Glücksbringer. Zum LKW-Führerschein bin ich immer mit dem Auto zur Prüfung gefahren. Also da hängen so viele Erinnerungen dran und die sind einfach weg jetzt. Ne? Und er hat uns jetzt auch nochmal zuletzt bewiesen, dass er der Glücksbringer war. Und das ist schon hart, dass so ein Auto, wir haben ihn jetzt fast 10 Jahre dabei. Ja, ja. Das geht einem schon nah. Aber wie wir wieder zu Hause waren. Was war die Uhr? 12 Uhr nachts. Christina hat uns abgeholt. Wir haben 2 Stunden noch geschnackt. Du bist ja so, die Apple Watch, die alarmierte auch immer nur, der Puls ist zu hoch. Also du bist so unter Schock. Das Ding war auch noch hier, das neue Feuerwehrauto auf unserer Feuerwehr hier auf dem Bützwiller Moor wurde gerade genau. Eine Stunde vorher eingeweiht. Die haben das gerade abgeholt. Und das war gleich der erste Einsatz ja. Für das neue Fahrzeug. Also ja. Da standen dann ja auch gleich bekannte Gesichter, wir kennen die alle. Und das war schon Wahnsinn. Aber ich bin ein Stückchen auf dem Radfahrweg gelaufen mit Michi. Und wenn du weg warst, du sag mal, wie ist das eigentlich hier eben passiert? Ja. Weil ich habe nur noch den Schein gesehen und dann ist. War fertig, aus. Ja. Das hat aber. Wahnsinn! Also sowas kann man auch nicht. Wenn man das nicht selber im Leib miterlebt hat, kann man sowas gar nicht fühlen, wie sich das anfühlt. Was das für ein Druck ist. Ist heftig. Das ist Katapult. Also das ist echt Wahnsinn. Deswegen, naja. Wir sind froh, alles, dass das so abgegangen ist. Deswegen sind das auch so Gründe, warum wir jetzt wirklich so spät erst Videos machen. Hausrestauration ist auch noch immer am Start. Da sind auch viele Sachen noch zugekommen. Ihr wisst das, wenn man einen Altbau saniert, dann kommt immer was auf, ploppt immer was auf. Ja. Aber wir wollten eigentlich schon eher anfangen. Ich habe aber ja meine Fuß-OP. Ne, das ist auch immer noch. Ich kann aber jetzt schon mittlerweile ein bisschen rauslaufen. Wir wollten jetzt euch mal das Update geben, weil wir bauen jetzt noch das Radio, den Subwoofer und die Soundanlage. Das bauen wir alles noch aus. Weil das muss ja nicht mit dem Schrott. Das können wir noch mal irgendwo anders wieder einbauen. Aber ansonsten werden wir das Ding jetzt aufladen und dann war das die letzte Fahrt, ne? Ja, du kannst sowas ins Netz stellen, aber hast du da Lust auf? Du hast die Bilder im Netz. Wir haben den Schrotti gefragt, was er ausgeht. Wir werden jetzt noch mal im Diesel pumpen, die Flüssigkeiten runternehmen. Und dann wird er ausgeräumt, wie Michi schon sagte. Und dann muss das Buch auch. Du wirst jeden Tag dran erinnert, weil es steht jetzt hier bei uns auf dem Hof. Und das ist halt einfach, ich weiß nicht, vielleicht kann das der eine oder andere verstehen, man will dann einfach auch die Bilder irgendwann mal aus dem Kopf haben, ja. Dass man einfach mal wieder durchstarten kann und der Preis ist okay, den er da ausgibt beim Schrotthändler und das, was wir von der Versicherung kriegen und wir müssen jetzt mal nachgucken, kommt denn irgendwann ein neues Hofauto, aber wir werden wahrscheinlich keine Pritsche wieder nehmen und da sind wir schon so auf die Fährte aufgetreten, weil uns doch bewusst geworden ist, eine Pritsche ist nicht schlecht. Der Vorteil ist, du hast immer deinen Anhänger quasi dabei, aber der Nachteil ist, du hast deinen Anhänger immer dabei. Du hast keinen Kofferraum. Das sind alles so Vor- und Nachteile. Du kannst mit dem T4 nicht im Hof reinfahren. Dann sitzt du sofort fest und haben uns schon ein bisschen was anderes vielleicht mal in Ausschau und das werden wir euch dann natürlich auch zeigen. Auf jeden Fall immer gebraucht, weil im Hof nagelneu, das ist... Ja, was kommt auf uns noch zu? Wir werden den McCormick nochmal vorstellen mit diesen stufenlosen Getriebe, was wir schon mal gemacht haben. Sie sollen Verbesserungen gemacht haben. Günther Ordnung, das ist der Geschäftsführer hier in Deutschland, der ist mal auf uns zugetreten. Mensch, du, wir haben den jetzt neue Software, wir haben den besser. Wollen wir mal schauen. Irgendwann kommt er zu uns und dann werden wir da nochmal Revue passieren lassen. Ja, genau. Also da bin ich mal gespannt. Und, aber finde ich ja in Ordnung, dass sie auf uns zugekommen sind, weil es war am Anfang wirklich, das Getriebe war nicht, das war nichts. Nee. So, und da bin ich gespannt, was sie jetzt gemacht haben und dann nehmen wir euch mit und ich würde sagen, das war mal so ein kleiner, kurzes Update, dass ihr mal wisst, so die aktuelle Lage. Wir gucken jetzt mal, ihr seht ja, wir haben eigentlich quasi seit Dezember nur Regen. Wir haben Wasser gepumpt 2 Monate lang ohne Ende, das ist Wahnsinn. Wir
haben noch keinen maschinellen Schnitt machen können. Wir waren noch nicht mit der Bühne am Schneiden. Die wollten wir euch ja schon längst vorstellen. Geht alles nicht, weil wenn du jetzt im Hof fährst, das ist Wahnsinn. Ja, ja. Aber ja, letzte Woche Freitag, was ist noch gekommen? Unser Ilmar-Stapler, Heckstapler, wird zu, ich sag mal, 90% in Südtirol, Italien nur gefahren. Ja. Und da sind wir auch gespannt. Da nehmen wir euch auch mit. Das kommt jetzt. Ich denke mal, wenn ich mit meinem Fuß jetzt noch eine Woche weiter bin, dann können wir auch mal ein Video drehen, sodass wir dann mal den Stapler vorstellen und so eine Sachen. Bauen wir den mal entspannt an am 211er. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt mal ein kurzes Update gegeben. Ihr seht hier den Totalschaden vor euch. Und ja, die Stapler haben wir auch nie gedacht, dass wir mit dem Gabelstapler mal da unten so reinrammeln. Fühlt sich schon komisch an, aber ja, fühlt sich komisch an, ne? Ist echt kacke. Aber Leute, ihr könnt das verstehen. Du bist in dem Moment, hast du auch keinen Bock, jetzt hier Videos zu machen. Du willst das auch erstmal eben verarbeiten und dann geht das jetzt wieder los. Wir werden das zusammen rocken. Mach Vorschläge, wo wir nochmal ran sollen. Auch mit der Vegetation, das ging mir echt auf den Sack, wie Michi schon sagte. Also gestern auch wieder 20 Liter Regen, also Katastrophe ist das hier. Also bei uns sind die Beregnungsbecken übergelaufen. Die haben wir mit 6 Zoll Schläuche direkt in die Vorflut gepumpt, ja, um überhaupt mal das Wasser loszuwerden. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall demnächst wieder. Ich sage jetzt noch keinen Termin, wann wir das drehen, aber wir wollen eigentlich jetzt wieder bald am Start gehen, dass wir mehr Videos kommen. Wir haben da ja auch Lust zu. Aber wir sind auch in keiner Verpflichtung, das zu machen. Ne? Also deswegen, wir können uns das aussuchen, wann wir es machen. Natürlich jetzt mit dem Haus restaurieren und dies und das. Und ihr seht ja, was alles dazugekommen ist. Muss man sich erstmal ein bisschen finden und den Platz wieder zur Verfügung haben. Aber ich denke mal, das kriegen wir jetzt demnächst hin. Und wünschen wir euch alles Gute. Bleibt gesund. Ne? Ja, bleibt gesund. Genießt jeden Montag. Tag. Jeden Tag, weil es kann ganz schnell zu Ende sein. Und in diesem Sinne sehen wir uns demnächst wieder. Wir sehen uns wieder. Viel Spaß noch. Ciao. Ciao.